Willkommen zu den organismischen Pflanzenwissenschaften, der dritte Teil der Vorlesung über Anpassungen. Erster Teil Analogie, Homologie, zweiter Teil Umwelt, dritter Teil Funktionen und dann gibt es einen vierten Teil Ernährung, auch Funktionen. Den mache ich extra, weil sonst wird dieser Vorlesungsteil hier zu lang. Nochmal zur Wiederholung: Die Funktionen der Grundorgane sind hinlänglich bekannt und dann gibt es eben noch ein paar andere Funktionen, die wir eben unter den verschiedenen Organen besprechen müssen. Die Überdauerung, das ist relativ einfach, da bitte die Folien 17, 18, 19 wiederholen, da ist alles Wesentliche zur Überdauerung erzählt worden. Kommen wir also direkt zur Assimilation. Bei der Assimilation haben wir die drei Organe, Blatt, Achse und Wurzel. Und hier gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, was oder welcher Teil flächig wird und eben Assimilation betreibt. Beim Blatt ist das hier fettgedruckt, normalerweise die Blattspreite. Hier eine Pflanze, die ich vor 2 Jahren in Irland fotografiert habe, Gunnera tinctoria, ein Mammutblatt, eine Neophyt in Irland, der sich da aufgrund der warmen Winter doch halten kann. Eine sehr imposante, große Pflanze mit Blättern mehr als 1 Meter Größe, das ist schon etwas Besonderes, wie ich finde. Phyllodien, also flächige Bereiche, die so ähnlich sind wie Blätter, aber eben doch nicht genau einem Blatt entsprechend. Das haben wir zwei Beispiele, das Rachisphyllodium und das Blattstielphyllodium. Das Rachisphyllodium hatten wir als Rachisblatt schon bei Analogie und Homologie kennengelernt. Hier nochmal ein paar andere Bilder diesbezüglich. Hier aus Toll, vergleichende Morphologie der höheren Pflanze, ein sehr schönes Werk über die Morphologie der Pflanzen. Hier sieht man verschiedene Übergangsstadien von einem fast normalen Fiederblatt bis hin zu einem Blatt, was schon eine sehr ausgeprägte und starke Rachis hat, die flächenmäßig sich vergrößert und die Fiedern werden immer kleiner. Und hier von hier bis da zur Plantago lanceolata ist es eben nur ein kleiner Schritt. Hier kann man das sehr schön sehen und das sieht man genauso auch in den Natura-Blättern sozusagen. Und die Pflanzen kennen Sie, Plantago coronopus und Plantago lanceolator. Beides typische Rachisphyllodien, hier noch mit Fiederansätzen, hier entsprechend ohne. Die Blattstielphyllodien, hier bei einer Akazie. Hier haben Sie das ursprüngliche Fiederblatt, wie es sich so gehört, mit Blattstiel und Rachis und Fiedern. Und nach oben hin zur Zweigspitze hin sieht man hier oben nur flächige, ungeteilte Assimilationsorgane. Und die entstehen dadurch, dass hier im Übergangsbereich sehr schön zu sehen, das Oberblatt zunehmend reduziert wird und der Blattstiel sich vielleicht noch ein bisschen verlängert, aber vor allen Dingen auch intensiv verbreitert und hier die Funktion der Assimilation übernimmt. Das sieht dann in Natura etwa so aus. Man sieht also die Fiederbereiche und irgendwann ist die Pflanze wieder ungeteilt, beblättert über diese Phyllodien. Warum das so ist, da kann man mutmaßen, dass dadurch, dass die Blätter, die Phyllodien jetzt senkrecht stehen, dass dann die Mittagssonne nicht so stark hier darauf die Fläche brutzelt, kann man überlegen, aber Untersuchungen dazu gibt es bislang nicht. Hier sehen Sie auch den Namen, Acacia heterophylla, das ist diese Pflanze. Zu erwähnen, bei Blättern sind auch die Spezialformen, vor allem eine besondere Form, die Fensterblätter. Auch hier ein schönes Bild vom Troll. Das sind typische Fensterblätter, solche knubbeligen Gesellen. Wenn Sie die mal so längs schneiden, dann sehen Sie, dass jedes Blatt einen etwas spezielleren Aufbau hat. Die eigentliche Assimilationsfläche sind hier die gepunktete Linie, das Assimilationsgewebe. Der Rest hier ist, wenn man so will, Wasserglas oder ein Glaskörper. Das sind Zellen, die durchsichtig sind, ebenso diese Oberflächenzellen hier oben, sodass das Licht durch dieses Lichtfenster hier rein, dann entsprechend durch diese Zellen hier gebrochen wird und kommt dann hier auf das Assimilationsgewebe und dann kann es entsprechend assimilieren. Das Ganze eben eine sehr starke Anpassung an Trockenheit. So können Sie eben assimilieren, ohne dass Sie ständig CO2 und so weiter austauschen müssen. Das
Besonders interessante an Fensterblättern sind die lebenden Steine. Die kennen Sie alle. Litops, die sieht man ja viel auch in Baumärkten, Blumenläden. Das sind typische Anpassungen an Trockenheiten. Hier sieht man das Lichtfenster und hier rein geht das Licht und hier ist im Inneren sind dann die Assimilationszellen. Das hier ist übrigens zusehends auch noch eine Tarnung, eine Mimese, weil oft nehmen diese kleinen knubbeligen Gesellen die Farbe der umgebenden Steine an und werden so von Fressfeinden eben nicht erkannt. Gehen wir zu dem anderen Organ, die Achse. Hier haben wir ebenfalls Gebilde, die ähnlich aussehen wie ein Blatt. Die heißt dann hier Phyllokladium oder Platykladium. Das sind Achsenphyllodien, das finde ich eigentlich ein schönerer Begriff. Rachisphyllodium, Blattstielphyllodium, Achsenphyllodium. Aber diese ganzen Begriffe, die kann man, glaube ich, auch getrost wieder ab und zu vergessen. Hauptsache man hört sie und weiß, ach, das war doch sowas in der Art. Ja, da gibt es auch ein paar Beispiele. Hier den Bandbusch Homodocladium. Da sieht man die wunderbare Verbreiterung der Achsen und wenn man ein Blühungsexemplar erwischt, sieht man auch, dass hier ganz normal an dieser verbreiterten Achse eben die Blüten entstehen. Die Bänderung kommt im Übrigen zustande, das ist eine Polygonazee, das ist die Ochrea, die dann hier so etwas breit gezogen wird. Und wir kennen natürlich Phyllokladien vom Ruscus, unserem Mäusedorn, den hatten wir ja auch schon intensiv besprochen. Selbst bei Wurzeln gibt es Pflanzen, die Assimilationswurzeln haben, die also Blätter reduziert haben und das Ganze über die Wurzel machen. Das sind dann die Bandwurzeln, ist eine Gattung aus der Familie der Orchideen, die Theniophyllum. Und die sehen etwa so aus. Ich habe die bisher immer nur in botanischen Gärten gesehen und auch da relativ selten. Das heißt, sie haben oberirdische Wurzeln, die sich dann abflachen und entsprechend Chlorophyll einlagern. Die Blätter sind komplett reduziert, sehen also nur solche Wurzeln und dann hier manchmal die Blüten, die man eben braucht für die sexuelle Vermehrung. Insgesamt also eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie man zu flächigen Gestalten kommen kann, zur Assimilation. Und natürlich ist die Blattspreite der Normalfall. Kommen wir zur Verankerung. Die Verankerung meint vor allem Kletterpflanzen, also die oberirdische Verankerung. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, mich sicher an einer Stütze zu verankern, kann ich mir meine Achsenstabilität, meine dicke Achse im Grunde schenken. Das heißt, ich spare viel Material, muss aber was Neues erfinden und kann dann ganz normal dann wieder meine Assimilationsorgane entsprechend exponieren, dass auch die schön an Licht kommen, aber ich brauche sehr viel weniger Material. Da gibt es vier Typen, die Ranken, die Winder, die haftenden und die klimmenden Pflanzen. Und alle vier wollte ich in gebotener Kürze einmal vorstellen, damit man weiß, was man sich darunter vorzustellen hat. Eine Ranke ist von der Konstruktion lang, rundlich und reagiert auf Kontakte. Und es gibt auch hier Blattranken, Sprossranken, Wurzelranken und alles drei wollte ich Ihnen kurz erläutern. Fangen wir an mit den Blattranken. Hier ein Blatt der Erbse in einer sehr schönen Zeichnung, wo man alle Bereiche des Blattes wunderbar sieht. Man sieht hier die beiden Nebenblätter oder Stipeln, die sehr breit sind. Hier ist der eigentliche Blattstiel. Dann sieht man hier die Rachis, da die einzelnen Blätter und die oberen Fiedern werden umgewandelt in Fiederblattranken. Und damit kann sich die Pflanze an einer Stütze festhalten. Die Zeichnung sieht man hier sehr schön. Ist deutlich klarer, als es ein solches Bild zu tun vermag. Natürlich könnte man das Blatt nochmal abrupfen und ähnliches, aber man sieht hier die Fiedern, da sieht man die Ranken und die Stipeln sind wahrscheinlich das hier oben, aber hier kann man das Ganze gut auf dieses Bild hier beziehen. Hier haben wir Clematis, hier sieht man offenbar, hier ist die Blattspreite, hier ist der Blattstiel und der Blattstiel scheint offenbar rankende Funktion zu haben. Das sieht in Natura genauso aus, aber eben wiederum nicht so schön. Hier kann man es ein bisschen besser sehen. Da sind die beiden Blätter, hier sind die Blattstiele. Der wickelt sich um diesen jungen Baumstamm drumherum und dann sind entsprechend die Spreiten auch noch zu sehen. Hier rankt der Blattstiel sich um eine Stütze. Der Königswein oder auch andere Weine. Hier haben wir Sprossranken.
Das muss ich Ihnen ein bisschen erklären. Sie sehen hier das Blatt, Sie sehen hier den Ausläufer in die Ranke und hier sehen Sie eine Knospe und hier geht die Achse scheinbar weiter, aber eben nur scheinbar, denn das ganze Ding ist deutlich komplizierter. Wenn Sie das analysieren auf die Wuchsform, dann stellen Sie nämlich fest, dass wir hier eine sympodiale Verkettung haben. Das bedeutet, hier diese relative Hauptachse endet in einer Ranke. Aus der Achselknospe dieses Blattes entwickelt sich die nächste relative Hauptachse, die endet hier in der Ranke. Aus der Achsel dieses Blattes entwickelt sich die nächste Hauptachse und endet hier an der Ranke und so weiter und so weiter. Das Besondere an Wein ist, dass die eben neben dieser einen Knospe, die die Hauptachse fortsetzt, auch noch Nebenknospen haben, Beiknospen, die dann später eben auswachsende Verzweigung. Das nennt man dann die Geizen und die Geizen werden dann von dem Weinfachmann entsprechend ausgegeizt, damit die Verzweigung nicht so stark wird. Ein hochkomplexes System, also eine Sprossranke, die über ein sympodiales Verkettungsmuster aufgebaut ist. Und neben den Spross und den Blattranken gibt es eben auch noch die Wurzelranken. Da gibt es das schöne Beispiel aus der Familie der Orchideen, die Vanille, die Sie ja alle kennen, oder Gewürzvanille. Hier eine Aufnahme aus dem Botanischen Garten in Aachen, als er noch existierte. Hier oben kletterte die Orchidee gemütlich vor sich hin, hat auch ab und zu geblüht, was ich ganz toll fand. Aber wesentlich ist für uns jetzt die Rankenfunktion. Ich kam da oben nicht dran, darum hier diese kleine Zeichnung. Das sind die Orchideenblätter, jetzt zwei Orchideen nebeneinander. Und hier sieht man die Wurzelranke, wie sie hier rauskommt und sich um eine Stütze drumherum rankt. Kommen wir zum nächsten Typus der Verankerung, der windenden Pflanze. Die benutzen. Hier sieht man so ein Beispiel, Convolvulus arvensis. Die nutzen ihren ganzen Stängel, um eine Stütze zu umkreisen. Da sieht man Convolvulus arvensis. Und hier gibt es schöne Filme bei YouTube, den kann ich hier aus gegebenem Anlass nicht zeigen, aber man sieht dann hier, da ist die Sprossspitze sozusagen und dieses Ding dreht sich nur immer um die eigene Achse. Das nennt man eine autonome Bewegung, eine Zirkuummutation genau gesagt. Also das Ding kreist und sucht nach Stützen. Und das wächst aber immer länger und irgendwann trifft es die Stütze und kann sich da rumranken. Diese Aufnahme ein bisschen weiter weg sieht man, dass diese Ranke sich jetzt hier da getroffen und schon rumrankt. Und diese Ranke hat es geschafft, jetzt bis zu der zu kommen und kann jetzt hier in Zukunft da sich stützend nach oben bewegen. Das sind typisch windende Pflanzen. Dann gibt es haftende Pflanzen, in der Regel mit Haftwurzeln. Der bekannteste ist unser Efeu, hier Hedera helix. Und da gucken wir uns ein bisschen näher an. Da sehen Sie, wie diese Pflanze an dieser Borke sich hier fest haftet. Das macht sie, wenn sie erst ein bisschen am Abziehen mit solchen vielen, vielen sprossbürtigen Wurzeln. Die bleiben relativ klein, nur wenige Millimeter oder Zentimeter, und dann kommen die in die kleinen Ritzen rein, verbreitern sich ein bisschen, sterben dann meist auch ab und haben einfach durch die Vielzahl der Haftwurzeln einen wunderbaren Halt am Untergrund. Hier kann man es auch nochmal sehr schön sehen, wie sich diese Wurzeln am Untergrund dann festhalten. In der Zeichnung finde ich dann tatsächlich weniger geeignet, da finde ich das eigentlich hier sauberer. Das sind Haftwurzeln. Und wenn man von haftenden Pflanzen redet, dann gibt es einen zweiten Typus, der auch sehr interessant ist und der ist so eine Mischung aus beidem. Der passiert nämlich sowas mit, das ist also eine Jungfernrebe, Parthenocissus, also eine Weinart, und die hat es mit solchen Ranken, die am Ende solche Haftscheiben haben, sogenannte Appressorien, sich dann an diesem Untergrund festzukleben. Also hier gibt es nicht die Wurzelhaare, sondern hier wird eben gehaftet über ein solches spezielles Organ, das dann eben zum Haften befähigt ist. Und die Spreizklimmer, das ist ganz süß, das ist direkt vor meinem Arbeitsfenster, wenn ich da rausgucke. Da muss ich die Rosen mal zurücksteigen. Hier ist eine Rose, hier sieht man die Stacheln. Und
Diese Äste bedingen sich gegenseitig. Das heißt, der Ast wächst hoch, dann wird er zu schwer, rutscht zurück, aber bleibt mit seinen Stacheln dann irgendwo in einem anderen Ast hängen und dadurch entsteht dann so ein wirkliches Dorndickicht, was in sich metastabil sich festhält und so sich über dieses Spreiz klimmend nach oben bewegt. Sie kennen das sicherlich, wenn Sie so Dornenhecken einfach wachsen lassen, die werden Meter hoch, nur durch diese Art der Stabilisierung. Es gibt viele Beispiele von, aber die Rose fand ich jetzt besonders schön. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, die Stabilität. Die Stabilität ist eigentlich für die Achse bezogen, das wissen Sie, ist aber in allen drei Bereichen der Grundorgane durchaus möglich. Fangen wir mit dem Blatt an. Das Blatt, ich habe mal hier Veratrum album rausgeholt. Das ist eine sehr schöne Zeichnung vom Troll. Da sieht man, dass der ganze Stamm, wenn man ihn längs schneidet, eigentlich nur aus ineinander geschachtelten Blättern besteht. Hier unten ist die Achse, da ist die Knospe. Und erst dann, wenn die Pflanze blüht, dann wächst hier draus, hier durch die Achse nach hier oben und kann entsprechend blühen. Wenn Sie diese Pflanze im vegetativen Zustand sehen, dann ist die ausschließlich aus Blättern bestehen, darum ein Scheinstamm. Blühend sieht die so aus, sehr schön, aber dann ist dann hier eine Achse drin, aber wenn die nicht blüht, sieht es eben so aus. Das gleiche gilt für Bananen, hier die Zierbanane. Auch hier, wenn Sie jetzt hier durchschneiden würden, was ich Ihnen hier erlauben würde, weil es meine Zierpflanze ist zu Hause, dann würden Sie eben auch wie beim Germer nur Blätter sehen, keine Achse. Und wenn Sie immer noch keine Vorstellung haben, das beste Beispiel ist natürlich unsere Küchenzwiebel. Bei der Bedauerung schon ordentlich angesprochen. Das heißt, wenn Sie eine Küchenzwiebel oder eine Lauchzwiebel oder ein Porree durchschneiden, dann sehen Sie lauter Blätter, 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 Blätter. Und erst dann, wenn die Pflanze anfängt zu blühen, dann schiebt sich von unten halt die Inflorescenzachse durch und kann oben entsprechend die Blüten bilden. Stabilität durch Scheinstämme. Viele Pflanzen haben auch Stelzwurzeln. Hier unsere Schraubenpalme, da haben Sie den eigentlichen Trieb und der sehen Sie hat wenig sekundäres Dickenwachstum und wäre sehr instabil und hat durch diese Stelzen im Wurzelbereich hier eine wunderbare Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Da sieht man eine Wurzel, wie sie oberirdisch rauskommt und dann irgendwann hier mit einer sehr stark verkorkten Wurzelhaube, damit das Wurzelmeristem geschützt ist. Und dann wächst das nach unten und kann weiter die Pflanze stabilisieren. Das geht noch ein bisschen stärker. Und hier habe ich zwei Bilder geklaut von David Attenborough. Ein sehr schönes Buch, das geheime Leben der Pflanzen. Kann ich sehr empfehlen. Hier sehen Sie, da ist die eigentliche Pflanze. Und dies hier, die Würgefeige, ist, und gibt noch ein paar andere Gattungen, die das machen. Und die keimt hier oben irgendwo aus und schickt dann die erste Wurzel nach unten, kriegt Kontakt zum Boden und schickt dann noch mehr Wurzeln nach unten. Es starkt natürlich entsprechend. Und diese Wurzeln legen sich wie ein dichter Mantel um diese Trägerpflanze. Und das ist so stark, darum der Begriff Würgefeige, dass irgendwann der hier keine Lust mehr hat und diese Pflanze sozusagen den Raum des Wirtes erobert. Es gibt sogar Fälle und solche Fälle zu finden ist natürlich ein Sechser im Lotto, behaupte ich mal. Wenn Sie dann unten reingehen, ist der Wirt längst tot und Sie können durch diesen Scheinstamm oder durch den Wurzelstamm bis nach oben schauen. Und da ist eben nichts außer Wurzeln, die sich stark verflechten, teilweise auch verwachsen und hier einen stabilen Körper bilden. Und wenn Sie in die botanischen Gärten, so in den subtropischen Bereichen gehen, sei es Indien oder hier, das ist auf Teneriffa, der botanische Garten, da sehen Sie natürlich, dass eine Pflanze, dass ein Baum, eine Pflanze sehr viele Wurzeln bildet, die erst ganz dünn sind und dann immer weiter dicke, die machen so richtige Wurzelstämme. Das geht so weit, dass aus einer Pflanze ein ganzer Wald entsteht, aus lauter Wurzelstämmen. Schon finde ich sehr imposant, diese Pflanze. Schwimmfähigkeit relativ kurz,
Viele Pflanzen sind in der Lage zu schwimmen, aus den verschiedensten Möglichkeiten wie die Seerose. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen Aspekt erwähnen, nämlich diese Luftgewebe, wodurch die Schwimmfähigkeit nochmal deutlich erhöht wird. Und da gibt es die Wasserhyazinthe, Eichhornia cascipes, sieht so aus. Da sieht man solche Bubbeln. Das ist so eine Schwimmblase, wodurch die Pflanze wunderbar oberflächlich flottieren kann. Hier sehr hübsche Pflanze aus dem Botanischen Garten in Bonn, glaube ich, fotografiert. Und da sieht man mal, wenn man sowas längs schneidet, sieht man ein Luftgewebe, also sehr interzellularenreich. Und das hier bewirkt ein Schwimmen der Pflanze. Aber natürlich gibt es viel mehr Möglichkeiten des Schwimmens. Ich wollte es hier an einem Beispiel erwähnen, um das grundsätzliche Prinzip zu zeigen. Bei Euchornia muss ich nochmal erwähnen, dass der als invasiver Neophyt gilt, weil der wächst unheimlich schnell, ist natürlich nicht winterhart, aber wächst sehr schnell und kann, wenn man natürlich ihn nicht bekämpft, ganze Häfen zuwuchern, wie das hier in einem Hafen in, weiß ich nicht, wo das war, Kisumu in Kenia gewesen ist. Hier ein Bild aus Wikipedia, dass man mal sieht, dass solche Pflanzen an einen Standort verfrachtet durchaus Probleme hervorrufen können. Kommen wir zum letzten Punkt dieser Vorlesung, die Wehrhaftigkeit. Auch hier nochmal ein paar Beispiele und hier nochmal ein wenig über Analogie und Homologie. Das heißt, wir haben zunächst mal Dornen und da gibt es, wie bei den Ranken auch, Sprossdornen, Blattdornen und Wurzeldornen. Und wir haben es eben gemerkt, bei den Ranken war es so ein bisschen salopp, habe so ein bisschen erklärt, was eigentlich jetzt, warum das jetzt eine Achse oder ein Blatt ist. Nur salopp gemacht. Hier mache ich es mal ein bisschen ausführlicher. Ich nehme drei Beispiele. Einerseits die Schlehe, andererseits die Ameisenknolle und als drittes Beispiel unsere Robinie. So, fangen wir mit dem Bruno Spinosa an, der Schlehe. Ich hole diesen Bereich mal etwas größer raus und dann kann man sehr genau beobachten und man kann dann die Fragebeantwortung, welchen Organwert hat nun dieses spitz zulaufende, dornige Etwas. Und dann kann man als Argumentationshilfe die Homologiekriterien nehmen, hier der Lage, aha, ich habe hier ein Tragblatt, beziehungsweise hier die Narbe eines Tragblattes und da ist die eigentliche Achse, die wächst da entsprechend raus. Und ich habe am Dorn außerdem auch noch Knospen, die ich natürlich brauche, wenn ich eine Achse habe, sonst habe ich keine Knospen und damit habe ich zwei klare Belege dafür, dass es sich hier um Sprossdornen handeln muss. Das Tragblatt und die Knospen hier auf der Dorn drauf. Nehmen wir die Robinie. Die Robinie hat hier zwei so dornige Gesellen. Und welchen Organwert das hat, sieht man dann, wenn man es ein bisschen vergrößert. Machen wir einmal größer, zweimal größer. So, und was wir auch wieder haben, Lagekriterien. Und wir können überlegen, wo stehen diese beiden Dornen? Und das erste ist, hier ist der Blattstiel, hier ist der Blattgrund. Und die stehen hier im Bereich des Blattgrundes. Und wenn ich nach vorne gucke, habe ich hier eine Achselknospe, die ist schon ein bisschen verkümmert hier. Habe also zwei klare Belege. Ich habe hier nichts darunter, aber dafür habe ich hier eine Achselknospe. Das heißt, das ist eigentlich das Blatt, das ist die Achselknospe. Und das hier ist eine eindeutige Nebenblattstellung. Das sind Stipeln, also eindeutig Blattdornen und in näherer Spezifizierung Nebenblattdornen oder Stipulardornen. Nur über das Homologiekriterium der Lage schon eindeutig feststellbar. Und nehmen wir noch ein drittes Beispiel. Auch hier das ein bisschen vergrößert, sieht dann so aus. Und man sieht hier schon so ein paar Dinge, die merkwürdig sind. Man sieht hier die stacheligen Teile und die gehen dann so langsam über in solche bandförmigen Wurzelbereiche. Und genau das ist es. Wir haben nämlich hier das Kriterium der Kontinuität. Vom Dorn bis zur richtigen Wurzel können Sie das in der seriellen Reihe nachvollziehen. Aus solchen Wurzeln, die der Ernährung dienen, werden im oberen Bereich der Knolle werden eben hier solche Dornen. Und das können Sie im Übergangsstadium deutlich zeigen. Es ginge hier auch über Kriterium der Struktur, also innerer Bau, den lasse ich jetzt hier weg, aber hier allein durch die Kontinuität der Wurzeln kann man das gut erkennen. Also Wurzeldorn. Wenn wir über Wehrhaftigkeit sind, müssen wir auch noch einen zweiten Aspekt berücksichtigen. Und das sind die sogenannten Emergenzen. Das sind vor allen Dingen, sagen wir mal, solche Stacheln oder Brennhaare.
Stachel und Dorn sind von der vom Aufbau her ähnlich, die sind spitz verhärtete Gebilde. Dornen haben einen Organwert, nämlich Spross, Blatt, Wurzel. Die Stacheln haben das nicht. Und die Brennhaare entsprechend auch nicht. Aber beides sind natürlich Schutz gegen gefressen werden. Stacheln und die Brennhaare. Und wenn man Emergenzen ein bisschen näher sich anschaut, dann ist das ein Oberflächenauswuchs durch Epidermis und subepidermale Schichten. Wir haben kleine Zellen, Meristemoide, die eben diese Dinge machen. Und das wären Staltwaldöffnungen, Stacheln und ähnliches mehr. Gucken wir uns nochmal diese Brennhaare an. Das wäre eine typische Emergenz, auch zur Wehrhaftigkeit. Oder hier diese Stacheln einer Rose. Man sieht, die sind so oberflächlich drauf. Die können sie auch mit dem Fingernagel so abknipsen. Und sie sehen auch eine ganz unregelhafte Anordnung dieser Emergenzen, also ganz typisch für die Rosen. Also Rosen haben keine Dornen, sondern Rosen haben Stacheln. Und dann, wenn wir Wehrhaftigkeit sind, dann müssen wir auch noch über die chemischen Substanzen reden, die ganzen Verdauungshemmenden oder giftigen Substanzen. Da habe ich nochmal ein Beispiel mitgebracht, das kennen Sie alle, Atropa Belladonna, die schwarze Tollkirsche. Belladonna deshalb, weil dieser Saft, das Atropin, das Alkaloid Atropin, dazu führt, dass sich die Pupillen weiten. Darum schöne Frau, Belladonna. Sie ist aber eigentlich die Tollkirsche, weil man das in wenigen Beeren genossen dazu führt, dass man eine starke Bewusstseinsveränderung hat, bis hin zu Tobsuchtsanfällen. Darum, wie toll. Aber davon erzähle ich mehr in der zweiten Vorlesung, Diversität der Pflanzen. Hier kann ich die ausgewählten Heilpflanzen sehr empfehlen. Insgesamt haben wir jetzt eine ganze Reihe an Begriffen, also eine Vielzahl kennengelernt. Hier geht es weniger darum, das alles zu kennen, sondern einfach sich zu erinnern, wenn die Sprache darauf kommt, weil man sollte schon einen Überblick haben, was Pflanzen so alles schaffen können, alles machen können. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.